Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ja, ich werde wahrscheinlich den Part immer im Menü beginnen, weil da die Sturzanzeige nicht abläuft. Und ja, damit ich nicht unnötige Zeit verliere. Ne? Und ja, ich versuche gerade nachzudenken, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Ich glaube, wir haben mit Rico das zweite Mal hier in Traverse gespielt. Ne? Wir sind wieder aufgewacht, glaube ich. Nachdem Beat uns mit seinen Traumfingern angegriffen hat, und ja, mit Sora waren wir, glaube ich, gerade erst weggetreten. Ne, wir waren schon in diese wie nennt man das, diesen riesigen Postoffizier Dingen und ja, dann sind wir wieder eingenickt und jetzt wechseln wir wieder zu Rico, und das ist ein Ding hier in diesem Spiel. Und wir gehen mal zu den Geistern ganz kurz, weil ich habe ich schon ein paar Punkte mehr, ich weiß es nicht. Ich habe offscreen natürlich immer meine Viecher so oft wie möglich gestreichelt, und dadurch, weiß ich nicht, ein paar Punkte freigeschaltet, damit wir halt hier onscreen nicht machen. Ich werde wahrscheinlich mal so nach jedem Part machen, damit ihr nichts davon habt, und das muss ja nicht unbedingt gezeigt werden, mich hier die ganze Zeit, weil ich mit so einer Hand herumwirbel und so. So, ich glaube ein oder auch nicht. Das Gute jetzt, wir können, glaube ich, auch die Geister von Sora hier mit aufleveln. So, hier kommen auch was lernen. Gut. Jetzt können wir noch alles gebrauchen. Das Gute ist, wir kriegen hier unsere Kommandos alle her. Und ja, das klingt schon sehr stark. Und ich meine, irgendjemand hat irgendwie ein... Hallo? Irgendwie eine neue Fähigkeit oder so. Da kann ich irgendwie wechseln. Dauert mir mal zu lange, dass der. Ich glaube, seine Augenfarbe hat sich irgendwie geändert. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube, die waren erst gelb und jetzt sind sie grün. Er möchte irgendwie nicht gepokt werden. Aber irgendein Geist hat sich irgendwas geändert. Wüterich. Ich glaube, irgendjemand, irgend so ein Name hat sich ja geändert bei einigen. Weil wenn man irgendwie, weiß nicht, den oft genug hier so was macht, dann ändern sich auch irgendwann die Namen, und dann tun sich irgendwie hier bei diesen Dingern hier so neue Routen auftun, wo man noch mehr Sachen lernen kann und so. Ich weiß es noch nicht mehr genau, ist schon ein bisschen her, seit ich Dream Drop Distance gespielt habe. Ich weiß es nicht mehr so. Aber ja, das werden wir ja, weiß ich nicht, offscreen sehen, oder wenn ich das hier irgendwann mache, wenn ich Zeit habe. So, Potions, du hast noch keinen, warte mal, Sora hat doch Vita gehabt, oder? Ja, dann haben wir auch Vita. Natürlich. Und wir müssen ja auch hier keine Kommandos aufleveln. Das bedeutet für mich, ich muss nicht, weiß nicht, immer irgendwelche random Sachen mit mir hier ausrüsten. Das bedeutet, ja, was bedeutet das? Wir müssen nicht die ganze Zeit hier irgendwelche Kommandos, die wir gar nicht haben wollen, einsetzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hin müssen, übrigens. Ich werde einfach mal ein paar Viecher hier fertig machen. Komm her, whoop. Der ist abgehauen. Ich hab's gesehen. Whoop. Ach, du hast mir, genau. So, warte mal. Hier ist die eine Mission, aber die haben wir ja schon abgeschlossen, ne? Dann brauchen wir die nicht machen. War irgendwie, weiß ich nicht, so Glückspilz oder so, ja, für sowas hier, damit ich mehr von diesen Dingern bekommen kann, weil die sind wichtig. Da ist irgendwas. Vielleicht was ganz anderes. Ich kann halt nur, boah, ich hab schon wieder alles vergessen, wie das Spiel geht hier. Ich kann mit den Steuerkreuz nach oben und unten, nicht mit R2 und so. Ich habe noch Birth by Sleep hier mitten im Kopf, weil ich das ja auch noch gerade spiele und hochlade und Videos mache. Deswegen komme ich da so ein bisschen aus dem Ruder. Warte mal hier. Boah. Ja, hier war doch gerade was.
Ein Moment. Nein, ich kann sie ja nicht aufrufen. Ja. Vielleicht nicht schaden, noch einen Level abzuholen. Bempi, Stufe 5. Was eigentlich das Maximallevel von den Viechern nochmal? So, hier ist nichts. Okay, dann gehen wir weiter da. Wollte ich nicht machen, Mann. Rico, wir nehmen dich. Ja, ich wollte noch einen Level ab. Da kann man den, ne? Ja. War ja nicht irgendeine Mission oder so. Weiß ich, habe auch Fähigkeiten wie Schwertwurf und so, aber die sind noch so, weiß ich nicht. Meh. Deswegen lassen wir die mal erstmal. Wurf. So, echt nachdenken, wo ich hin muss. Ja, ja, wir gehen jetzt mal weiter. Also hier tauchen irgendwie so Dinge auf. War meine Sturzanzeige. Ich vergesse es. Ich darf doch keine Zeit verlieren. Warum ist meine Sturzanzeige so hoch? Ich glaube, ich, ja, genau. Boah, jetzt kommt Albias zurück. Wir haben das Mädel ja gerettet vor diesen paar Dingens. Traumfängern, Albträumen. Und wo muss ich denn jetzt hin? Ist da noch ein Ort? Ach, da geht's noch weiter. Boah. Ich habe noch Traverse aus Kingdom Hearts 1 im Kopf, wo es hier nicht weitergeht. Deswegen gar nicht realisiert, dass man da auch durch kann. Rico kann man sich da auch mit zwei Geistern verbinden, ne? Also mit Zora kann man das auch, aber warte mal, bis der Link hier zu beiden voll aufgeführt ist. Mit war also ein doppeltes Ding in hier, hallo, kommen können. Boing. Blitz, das ist nicht schlecht. Bleiben wir erstmal auf Feuer. So, hier war noch was, genau. Surfen im Wasser. Das ist eine Mission. Oder? Hat. War doch gerade was, oder bin ich blind? Ja. Hey, diese Geister fallen eine Weile aus. Nach einem gewissen Zeitraum kehren sie wieder nach Hause zurück. Ja, komm, mein Spiel. Warte mal. Ich glaube, da war nichts. Gehen wir einfach weiter. Surfen wir in der Kanalisation. Wie Ninja Turtles. Wie sowas mal gemacht, ich weiß nicht. Bin ich so ein Ninja Turtle Freak. Erstmal gucken, was hier an den Dächern überall verteilt ist. Nix, okay. So, nochmal. Kann ich euch. Einfach das auch klingen auch, deswegen kommt mir das bekannt vor. Auf läuft bei Sleep Reloaded. Wo komme ich hin? Ich habe irgendwie so einen mittleren Platz hier. Ah, hier, hallo. Schade, alles aus dem Weg zu räumen, ich sehe, ne? Außer dass es eure Zeit verschwindet. Wenn ich der Part gefällt, dann lass bloß keinen Kommentar oder ein Like oder ein Abo in, irgendwo, ne? Dann lass doch bloß nicht, boah, jetzt weg damit. Oh. Läuft mein Kanal um. Wir mögen es nicht, solche Sachen auf diesem Kanal zu sehen. Oh, hi. Da geht sogar weiter, Story-mäßig. Mal so, als wüsste ich, was ich als nächstes machen muss.
Geh mir aber ganz schön auf die Phrase. Ich bin gleich schon wieder am Pennen. Da war ich storymäßig nichts erreicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wie sieht es so schätzemäßig aus? Da links die Butzemann. Es wird sehr verwirrend, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, suchen will, dazu komplettieren. Ist alles noch verteilt wie blöde. Oh, die sind echt noch nicht weit gekommen. Diesen Part. Aber wer meine Videos kennt, der weiß, bei mir geht es ein bisschen langsamer. Warte mal, warte. Ich sehe schon, warte. Warte, warte. Wow. Aha. Oh, ich ignoriere ich mal. Ob ich noch irgendwas hier finde. Was tut mir alles noch so neu vor hier? Ach, den Ort kenne ich. Das ist halt ein optionaler Boss. Bald meine ich am Ende des Spiels. Nein, ich will nicht schlafen gehen. Nein, ich bin auch gar nicht müde. Das ist ein Ding. Ach man, er verschwindet, glaube ich, wenn ich hier hinkomme, ne? So. Ja, lass mal erstmal. Erstmal brauchen wir Geld, habe ich so das Gefühl. Und jetzt sind wir wieder Sora. Boah, so schnell geht das, ne? Warum war das Ding genau so hoch? Bei Sora ist es jetzt bei 1. Das sind Dinge. Oder? Ne, das ist... Oh, das ist die Karte aufrufen, danke. Da ist ein Ding. Ist das das, was wir nicht geschafft haben letztens? Doch, geschafft haben wir das, aber wir haben nicht die Bonus-Dinge bekommen, glaube ich. Ja, sagt nur, als wir von da gekommen sind, glaube ich. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. So, erstmal wieder hier reinkommen. Wieder alles hier erkunden. Ja, meine Truhe geöffnet. Wo ist das Ding? Ich habe es auch gerade gesehen. Da durch da hinten, da ist rechts von mir. Hintern rechts. Vielleicht ja hier. Besiege alle Gegner ohne 3 Kommandos einzusetzen. Okay. Und ich hätte mich vielleicht auch verheilen sollen. Aber ich habe noch keinen zweiten Geist für Sora mehr gerade. So. So, da ich so unglaublich gut vorbereitet bin, tue ich mal den ja machen. Und sicherstellen, dass wir auch hier gewinnen. So, geschafft, sagst du dazu? Ah, schön. Verdammt rote Kleidung von Sora. Ich denke dauernd, ich bin in der Heldenform. So. So, mit L1, okay. Wir wollen uns vielleicht einen zweiten Geist herstellen, was können Vorschlagbonus, Vorschaubonus, was ich irgendwas herstellen? Nö, edle Einbildung. Dann nehmen wir so lange den. Nein, dann ich. Na, wie geht's der Plauzi? So, Gruppe ändern. Ich kann ja die Viecher von Rico auch benutzen. Kann ja nicht schaden, die mit aufzuleveln. Sind sie auf Freundschaft auch im Kampf erhöhen? So, ich werde alle 5 wieder wohl reichen, oder? Ja.
Boah, edle Einbildung. Die kriege ich bestimmt von so Echsen. Ja. Ne? Boah, ich. Ja, gut ist, sie haben ja nicht so wirklich nervige Gegner wie Birth by Sleep. Ernsthaft. Wie ich ein Kingdom Hearts Birth by Sleep, ne? Weil diese blöden Vögel, die einfach nur über den Kopf, den Köpfen von einem fliegen und nichts machen. Also die fliegen einfach nur aus aus der Reichweite des Spielers. Und dann finde ich nervig. So, wo sind die letzten, schätze ich. Ich tue eigentlich nur random durch die Gegend rumlaufen. Also ich denke immer, weil ich hier oben ist irgendwas oder so. Geh darauf bitte. Geh darauf bitte. Kann ich ja nicht rauf? Warte, ich kann ja nicht rauf. Warum nicht? Warte, wenn's wohin führt. So, weiter, machen wir einfach weiter. Das Gebiet ist ja, glaube ich, noch ein bisschen groß, ne? Muss ich überhaupt hin? Da irgendwo. Zeitverschwendung, was ich hier mache. War blöde, wenn man hier, weil nicht überall hin kann, mehr oder weniger durch dieses Ding hier. Verlierst voll die Übersicht. Ja, wie komme ich da oben? Da unten. Ach man, auf das Ding doch. So, kommen wir jetzt weiter endlich. Danke. Was soll sagen, ist auch ein Speicherpunkt. So. Wenn ich genau hingucke, finde ich vielleicht die Story. Da ist auch wieder was. Ups. Nee, nee, greift auf eine Weile aus. Ja, macht ruhig. Damit ich die irgendwie aktiviert habe mal. Vielleicht muss ich das ja machen. Irgendwie ein Tagebuch zu vervollständigen, was ich übrigens bei der 3DS-Version gemacht habe. Na, warte mal. Wieder, ich habe das Spiel mal an Kollegen ausgeliehen und nie wieder bekommen. Ja, das ist irgendwie kacke. So. Doink. Warum ist ein Elektrosturz noch so lange zum Aufladen? Ja, noch gar nicht benutzt. Als ja, da ist nichts, oder? Ich überhaupt hier unten eine Ego-Perspektive irgendwie gehen? Nee, ne? Oh, ihr seid Echsen. Ach nee, ihr seid mir. Ja, warte mal, ich muss euch kaputt hauen. Dann kriege ich, glaube ich, edle Einbildung, ne? Störende Einbildung. Wie jetzt? Ich glaube, der erste Stufe von diesem Zauber ist nicht so gut. Nein, ich will da ein. Nein, ich will euch kaputt hauen. So. Kühne Einbildung. Verdammt. Das ist alles nicht richtig. Jetzt sind wir da, wo wir im Trikot sind. Wenigstens haben wir so Manövrierfähigkeiten schon extrem schnell, weil eigentlich gar keinen Sinn macht, weil wir das hier alles können. Also Luft und Luft Sprint und so ist dagegen irgendwie, weiß ich nicht, zweitrangig. Ballon. Oh, abgewehrt, ja. Was dazu? Freundschaft. Ach so, eine Level oder was? So Freundschaftslevel oder was? So, ihr gebt mir edle Einbildung. Ja, das ist das Spiel noch nicht so schwer, finde ich. War ich schon mal kurz davor zu verrecken?
Ja, mit Rico. Man war ja nur in dieser einen Mission, die wahrscheinlich noch nicht hätte zu diesem Zeitpunkt gemacht werden sollen. So, wir haben auch eine große Truhe mit Xoa gefunden. Was haben wir da drin? Schwertwurf auch. Was? Ich auch gerade Schwertwurf mit Rico bekommen. Genau. Wieder R2 gedrückt. R2 machst du gar nichts. Ah, okay, der mittlere ist dann mit beiden, ne? Ich wollte euch auch mal einsetzen. So, wupp, wupp und wupp und wupp und rein da, verdammt. Geh doch da rein. Immer noch keine Story. Ich bin doch hier in der richtigen Welt, oder? Diese Dinger, diese Schildkeks und also was tun, glaube ich. Weiß nicht. So, machen wir mal Hammerwurf. Jetzt mit diesen Löwen. Ich will jetzt nicht Hammerwurf sagen, sondern weiß nicht, Morgensternwirbel oder so, aber okay, so war. Was auch immer. War eine coole Kameraperspektive. Und noch eine dicke Truhe. Ballon, das ist ein Zauber, glaube ich, für Sora nur. Sora only. Erstmal den hier. Und dann den hier. Oh Gott, das ist nicht geil. Oder? Nein, ich treffe den. Genau so einen dicken Panda haben. Boing, boing. Hab ich jetzt erklärt, was die Dinger machen? Ich glaube nicht, ne? Tun Parameter der Traumfänger permanent, glaube ich, erhöhen. Elfenjähre. Wo sind das? Nix. Okay. Ist hier so eine Mission irgendwo da hinten? So, hi. Bum, bum. Ah, Story. Ich habe dich gefunden. Wow. Never been this way before. Ooh. What's that? Kolosseum. Hey, any chance you're Neku's partner? Huh? I'm not really sure. All I know is that my name is Rhyme. You mean, you've lost your memory? Yep. Oh, sorry. It's no big deal. You know what they always say. Sometimes memories just need a little help getting out. Yeah, that's true. Nimmt hat ja viel zugelassen. A little help. I know. Maybe Neku can jog your memory. Come on, Rhyme, let's go find him. Right. Okay, ja. Traut die erste, ein kleines Mädchen traut die erstbeste Person, die es trifft, obwohl sie keine Erinnerung von irgendwas hat. Das ist sehr falsch, so wie es jetzt aus meinem Mund gekommen ist. Du kannst ab jetzt das Kartenspiel Flinker Flitzer spielen, bei dem du Geister gegeneinander kämpfen lässt. Flinke Flitzer gewinnst du Medaillen, die Medaillen gegen Kommandos, Rezepte und mehr eintauschen kannst. Ja, ich würde aber sagen, das machen wir erstmal, wenn wir eine anständige Truppe haben. Anständige Truppe, manch anständige Traumfänger. Das können wir nie alles bekommen. Bohrhorn-Rezept. Ja, die Rezepte sind wahrscheinlich oberste Priorität in diesem Spiel. So, ist jetzt hier irgendwo, hier war doch gerade auf der Karte das Ding. Ach, das gehört zu dem Ding. Ha, 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 ha. Boah. Vielleicht nächstes Mal, ja. Später. Okay. Wie sieht's jetzt mit Schätzen mäßig hier aus? Ah, mit Sora haben wir schon eine Menge. Überall verteilt, aber wir haben eine Menge.
So. Hi, was zum? Warum kämpfe ich überhaupt so oft hier? Oh, doch gar nicht, ey. Vor allem jetzt nicht, wenn diese Fetten hier kommen. Aber ich nehme keinen Schaden. Ich spiele auf Profi, oder? Bin ich schon überlevelt, kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich tue mich so gut wie nie heilen, ne? Was? Du wolltest doch für sowas mal auf mich losgehen, ey. Wäre es eine Karnevalstadt, da kommt man irgendwie ja so den Eindruck. Warte mal. Wo muss ich hin? Ach, da geht's weiter. Hör auf, mich abzulenken, er ist so verlockend gegen euch zu kämpfen. Noch besser als die erste Welt von Birth by Sleep, wo man den ersten Gegner nur so einen Erfahrungspunkt bekommt. So, ach, geht's ja schon storymäßig weiter. Weiß nicht, ob das so praktisch gerade ist. Hey, Neku, it's you. Sora. What? You actually still trust me? Of course I do. But you know that I tricked you, right? That guy in the black coat? He said he could send me home. Me and my partner. But I had to bring you to him first. Sorry. No big deal. When it really mattered, you stood up for me. And besides, we're friends. Right? Friends. Oh, hey, Neku. This here is Rhyme. So, vertraut einfach zu oft den Leuten. Wir sollen das in dem Spiel. Darauf komme ich später noch drauf zurück. Up with somebody else. Huh? What? Rhyme. Oh. Ja. Bestimmt die Data-Version. Hey, wait! Ja. Okay, erster Bosskampf. Bin ich dafür gewappnet? Ich weiß es nicht. Wie sehen Kistenklopper? Würde ich aber sagen, machen wir. Ich kann auch stürzen jetzt. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!